Ja, es soll halt heute, wie gesagt, um phonologische Prozesse gehen. Und bei den phonologischen Prozessen geht es vor allen Dingen um Assimilation. Assimilation? Okay. Anpassung von Lauten aneinander. Die können in die eine wie in die andere Richtung gehen. Ne? Ein Laut kann den nächsten beeinflussen, dann spricht man von progressiver Assimilation. Oder ein Laut kann durch den Laut, der folgt, beeinflusst werden. Also es geht dann vom Folgelaut zu dem vorgehenden. Deshalb spricht man da von regressiver Assimilation. Also progressiv von einem Laut auf den nächsten, regressiv sozusagen zurück vom nächsten Laut auf den vorhergehenden. So, zwei Laute können sich anpassen, wir haben schon gesehen, im Sinne der Stimmhaftigkeit. Das nennt man Stimmhaftigkeitsassimilation. Und ein besonderer Fall der Stimmhaftigkeitsassimilation ist eben die Auslautverhärtung. Da passt sich eben der letzte Laut in seiner Stimmhaftigkeit an den nächsten, nämlich des Nichts, an. Also das Ende eines Wortes, da kommt ja dann erstmal nichts. Und also eine sogenannte Pause kommt da. Und da ist keine Stimme zu hören, deshalb ist der Laut vor der Pause eben auch stimmlos, deshalb Auslautverhärtung, also man spricht ja auch von Desonorisation, das heißt der Auslaut wird stimmlos. Natürlich kann dann gleich wieder was anderes danach anschließen, aber das Ende des Wortes ist trotzdem klar gekennzeichnet durch diese Stimmhaftigkeitsassimilation, durch die Auslautverhärtung. So, das ist jetzt die Art der Artikulation, die sich anpasst, aber auch, das ist auch sehr, sehr häufig, der Ort der Artikulation eines Lautes kann sich anpassen. Also Art der Artikulation und der Ort der Artikulation. Ganz bekannt ist das bei der Palatalisierung. Das heißt also, Laute werden palataler. Also die Artikulation verschiebt sich zum palatalen Bereich hin. Beziehungsweise bei der Velarisierung verschiebt sich die Artikulation zum velaren Bereich. Da passen sich Laute auch. Hatten wir auch schon, glaube ich, das Beispiel. In dem Ach-Laut und dem Ich-Laut, da ist es nicht das Vor von der Natalisierung, aber wir schauen uns das gleich nochmal genauer an. Und dann gibt es noch die Nasalassimilation. Das heißt, ein Laut wird artikuliert, indem die Luft durch die Nase strömt. Und deshalb kann es passieren, dass die Laute drumherum plötzlich auch so werden, dass die Luft durch die Nase strömt. Und da sehen Sie auch schon, worauf es da ankommt bei der Assimilation. Es erleichtert die Aussprache. Und wenn ich das Gaumensegel schon mal abgesenkt habe, ist es irgendwie unpraktisch, wenn ich das wieder heben muss. Und deshalb wird das Merkmal der Nasalität dann plötzlich verbreitet, es sich auf die Nachbarn. Ja, schauen wir uns das mal an. Hier mit konkreten Beispielen. Die Stimmhaftigkeit. Hier ist ein schönes Beispiel, weil wir romanische Sprachen haben, die sich unterscheiden. Die meisten romanischen Sprachen machen das wie oben, wenn es um den Kommunismus geht. Dann passt sich das S an das folgende M an. Wird also auch stimmhaft, deshalb heißt es eben auf Italienisch Comunismo, Comunismo. Wenn Sie Comunismo sagen, erkennt man sie sofort als Ausländer. Schlimmstenfalls als Kommunist. Kommunismo. Im Französischen nun ist das genau umgekehrt mit der Assimilation. Das ist eigentlich ziemlich unglaublich. Da passt sich das M an das S an, wenn kein Schmallaut kommt am Ende. Ich kann das natürlich mit Schmallaut am Ende sprechen, dann heißt es natürlich ganz klar Kommunisme, Kommunisme. Also das S bleibt erhalten, wird nicht zu stimmhaftem S und man spricht noch ein Schwa. Wenn man das Schwa weglässt, dann geschieht etwas Seltsames, dann wird das M stimmlos. Kommunisme. Also das ist ein exotischer Laut, den wir auf dem Deutschen nicht kennen. Also ein M, bei dem die Stimmlippen nicht vibrieren, sondern einfach nur die Luft durch die Nase fließt. Kommunismus. Ganz seltsam. Also wir sehen,
Wir haben regressive Assimilation, die ist ganz verbreitet in den romanischen Sprachen. Das Typische, was wir in romanischen Sprachen haben. Und wir haben progressive Assimilation im Französischen, das ist exotisch. Das kommt manchmal in germanischen Sprachen vor, Achlaut, Ichlaut zum Beispiel, im Deutschen. Aber sonst ist das eher selten und ganz untypisch für die romanischen Sprachen. So, die Auslautverhärtung hatten wir uns schon angeschaut. Im Deutschen, die gibt es in Spuren auch noch im Französischen. Und zwar optional. Bei R zum Beispiel. Also, Kunst auf Französisch, ach. Dann merken Sie, das R ist so ausgesprochen wie lourd. Aber es gibt auch die Möglichkeit im Französischen, optional, also oder fakultativ, das müssen Sie nicht machen. Aber gerade in Paris machen das einige Franzosen, die sagen dann, ach. Und das ist so ein wählerer, stimmloser Vibrant, so ein langgezogenes X. Also so, wie man auf Französisch auch pocht sagt. Pocht. Ach, pocht. Also bei A ist es optional. Wahrscheinlich sind immer noch mehr Franzosen da, die das so aussprechen, als wäre das ein stimmhafter Vibrant, also A. Aber es gibt eben auch Franzosen, gerade in Paris, die das stimmlos aussprechen. Und also so wie das R in pocht. Diese Aussprache des Französischen hat sich übrigens auch ins Rheinland verbreitet. Ich habe Ihnen das, glaube ich, schon mal gesagt. Also R vor stimmlosen Konsonanten im Rheinland wird dann eben auch stimmlos. Ne? Sport, das Beispiel kommt nachher noch. Oder mein Vorname Martin im Rheinland. Da muss man sich daran gewöhnen, wenn man auf Rheinländer trifft. Ja. So, weitere Spuren der Auslautverhärtung im Französischen. Eigentlich steht überall, das Französische hat keine Auslautverhärtung. Man macht das Französische vielleicht sogar dafür verantwortlich, dass es im Englischen inzwischen auch keine Auslautverhärtung mehr gibt. Aber so Spuren von Auslautverhärtung findet man noch, so ganz marginal im Französischen. Hier ist ein schönes Beispiel. Das Adjektiv groß, grand, dazu gibt es ein Femininum, grand. Das ist auch mit stimmhaften Dingen. Ganz unproblematisch. Grand. Keine Auslautverhärtung. Grand. Aber wenn das Wort grand vor einem anderen Wort steht, das mit Vokal beginnt, wie zum Beispiel in grand homme, dann taucht in der Liaison, wie man diese Situation nennt, ein T auf. Und die Liaison ist der Fall, dass Konsonanten, die nur zugrunde liegen, und da haben wir es wieder, also morphophonologisch, sie liegen nur zugrunde und die liegen morphophonologisch im Auslaut eines Wortes zugrunde, da erscheinen sie aber nie. Sie erscheinen immer im Anlaut des nächsten Wortes. Das Tom hier ist der Anlaut des nächsten Wortes, da erscheinen sie. Und das ist hier, obwohl zugrunde ein D liegt, plötzlich in der Liaison ein T. Grand Tom. Das ist auch ganz normales Französisch, so spricht man das aus. Wenn jemand Grand Tom sagt, dann ist es kein Französisch. Jeder Franzose will ein Grand Tom. Es gibt ein anderes Beispiel, da sieht man, wie unsicher die Situation ist. Nämlich das Wort für Blut, Sang, wird so ausgesprochen. Was passiert in der Liaison? Da liegt nämlich tatsächlich was zugrunde, ein Konsonant. Man sieht es ja auch in der Orthographie, beziehungsweise man hört diesen Konsonant G auch in Ableitung. Sanguin, das Adjektiv zu Blut, Gruppe Sanguin, Blutgruppe, da haben sie ein G, Sanguin, da ist also tatsächlich ein G zugrunde, liegt da zugrunde, aber in der Liaison erscheint entweder gar nichts, also viele
Franzosen sprechen das sans un pur, ohne Liaison. Aber wenn man da eine Liaison machen will, die ist fakultativ, und Sie kennen dieses Wortpaar vielleicht, das unreine Blut aus der französischen Nationalhymne. Da soll nämlich unreines Blut, nämlich das Blut der Feinde, der Tyrannen, vergossen werden. Und da heißt es dort, sans qu'un pur, da erscheint ein K. Also Sie sehen, das ist noch eine Spur der Auslautverhärtung im Altfranzösischen. Das Grand in Grand Tom und das Sang in Saint-Campur geht halt zurück auf die Auslautverhärtung. Das sind aber ganz wenige Spuren. Das Französische hat eigentlich sonst keine Auslautverhärtung. Gut, ja. Und hier haben wir jetzt weitere Formen der Assimilation, die sehr viel exotischer sind. Die Fortisierung, die Lenierung, manchmal auch Lenisierung genannt, Aspiration, habe ich vorhin schon erwähnt, Assimilierung, Rotazismus und Lambdazismus, Vokalisierung, Umlautung und Vokalharmonie. Naja, schauen wir uns das mal an, was es damit auf sich hat. Wir fangen hier mal mit der Fortisierung an. Was ist Fortisierung? Ja, man kann sich das ein bisschen am Wort erklären. Verstärkung heißt das. Verstärkung. Und hier ist ein schönes Beispiel. Das ist, der Mensch hat ja gelenkte Konsonanten. Ne? In Café haben Sie das, langes F, Café. Und in Latte, Milch, Latte. Ne? Wenn Sie das richtig aussprechen wollen, sagen Sie Latte. Wenn Sie das hier im Café sagen, das sind keine Italiener, werden die Sie wahrscheinlich für ein bisschen bescheuert halten, weil die Einheimischen Latte sagen. Ja, gut, aber Latte, die Milch und der Milchkaffee, und da wird es interessant, heißt auf Italienisch Caffè Latte. Und wenn man das in einem Wort schreibt, was man machen kann, man muss das nicht in einem Wort schreiben, man kann das so schreiben, wenn man das in einem Wort schreibt, tauchen da plötzlich zwei L auf, auch in der Orthographie. Egal wie man schreibt, ob in einem oder zwei Wörter, wenn man es ausspricht, dann sind alle Konsonanten lang. Caffè Latte. Also dreimal lang Konsonant. Ein bisschen ungewöhnlich. Es gibt natürlich viele Italiener, die das nicht richtig machen. Insbesondere, wenn sie aus Norditalien kommen, weil das mit den Langkonsonanten in Norditalien in den Dialekten nicht vorhanden ist, ist das auch in der dort gesprochenen Standardsprache nicht unbedingt zu hören. Aber ab der Toskana in den Süden haben sie es dann so, wie es sein soll. Mit drei Langkonsonanten. Und das Interessante ist, hier in der Mitte wird ein Konsonant plötzlich gelenkt, das heißt fortisiert, verstärkt. Woran liegt das? Man sagt, wenn ein Wort auf betonten Vokal endet, Caffè, dann wird der nächste Konsonant verstärkt. Gelenkt. Das passiert allerdings nicht nur nach betonten Vokalen und deshalb erfahren Sie jetzt den wirklichen Grund für diese Fortisierung. Hier haben Sie ein anderes Beispiel aus dem Italienischen, a casa, zu Hause, a casa, und Sie haben tatsächlich eine Längung des K-Konsonanten, habe ich hier phonologisch mit 2K geschrieben, aber es sind nicht 2K, es ist ein langes K in Wirklichkeit, und man müsste es phonetisch so schreiben, wie ich es da geschrieben habe, mit dem Längenzeichen nach dem K, Akasa, Akasa. Und unten haben Sie die zugrunde liegenden Form, dass die Präposition A ist nämlich eigentlich ad. Das wissen Sie daher, dass es diese Variante auch gibt vom Vokal. Ja? Das Lateinische hat natürlich ad, aber auch im Italienischen gibt es diese Variante vom Vokal. Andurbino zum Beispiel. Vado ad Urbino. Ich fahre nach Urbino, ad Urbino. Oh, da sehen Sie zugrunde liegen nicht ab. Und dann kommt das nächste Wort und diese beiden Konsonanten passen sich an. In der Orthographie kann man das halt nicht gut sehen, weil
die Präposition A heißt, aber in Wirklichkeit ist es Ad und es kommt zu dieser Assimilation und deshalb haben wir hier dieses lange K. Akasa. Jetzt bleibt natürlich die Frage, warum bei Kaffee nach dem betonten Vokal, wenn da kein Konsonant zugrunde liegt. Kaffee endet immer auf Vokal. Sie wissen, das kommt aus dem türkischen Kaffee. Da ist kein Konsonant. Und ja, der Grund dafür ist Analogie. Im Italienischen enden nämlich nur solche Wörter auf betonten Vokal, im Kaffee, wenn da irgendwas weggefallen ist. Also nehmen Sie ein normales italienisches Wort, was mit betonten Vokal endet, virtù, dann liegt da irgendwas Konsonantisches zugrunde. Virtut. Das kann man, weiß man unter anderem vom Lateinischen, denn das lateinische Wort ist virtus virtute, virtutem, virtutem. Da ist also tatsächlich virtute irgendwie der Stamm. Virtut, virtute. Und so dachten sich eben die Italiener, als sie das Wort Kaffee übernommen haben, dass da auch sowas wie Caffete zugrunde liegt, was natürlich nicht der Fall ist. Das Sternchen, das gibt es eigentlich nicht. Und man hat Kaffee dann genauso behandelt wie Virtu. Danach kommt eben danach tritt eben Fortisierung auf. Also der nächste Konsonant wird gelenkt. Genau, es gibt noch einen anderen Fall von Fortisierung. Ebenfalls kommt der im Italienischen vor, den sieht man auch in der Orthographie. Das sind diese seltsamen Doppel-Ks, Orecchio, das Ohr, also das Ohr, mit 2C geschrieben, also langes K. Wieso schreibt man das mit 2C, wenn das Lateinisch gar nicht 2Cs hatte? Auriculo ist ja das Ausgangswort von Auriculum. Und da ist nur ein C vorhanden. Wo kommen die zwei Cs her? Naja, da findet auch eine Verstärkung, eine Fortisierung statt, nämlich K vor J. Das wird immer mit C und I geschrieben, C-H-I. K vor J führt dazu, dass das K gelenkt wird. Und deshalb eben Orecchio. So, das Gegenteil der Fortisierung gibt es ebenfalls in Italien. Und wenn man Fortisierung hat, dann ist man wahrscheinlich Lenierung oder Lenisierung. Und hier ist ein typisches Beispiel. Fece, das Präteritum von tun, er tat. Das kann auch, das Homonym ist, wie heißt das auf Deutsch? Hefe, genau, auch Fece. Wird dann Fece ausgesprochen, weil das, also eigentlich müsste es Tsch sein, aber in Mittelitalien schwächt sich das Tsch zwischen Vokalen ab und wird zu Sch. Ja. Das kann dann noch weitergehen. Ja, im Italienisch Cantato und in ganz Mittelitalien, außerhalb der Toskana, haben wir Candado. Und da wird das T sogar noch stimmhaft, das heißt Linierung und Sonorisierung, Candado. Und im Spanischen, wissen Sie, geht das noch weiter, das wird dann zu Cantado und in Südspanien oder auch in Lateinamerika Cantado. Linisierung, Sonorisierung. So, jetzt habe ich Ihnen hier so exotische Sachen gebracht, wie Italienisch. Ich hoffe trotzdem, dass der Kaffee Latte etwas ist, was Sie kennen. Aber das Fränkische hat das natürlich auch. Also Lenierung und Sonorisierung sind ganz typisch für das Fränkische. Nehmen Sie das schöne deutsche Wort bitte. Was ist jetzt die hochdeutsche Aussprache, bitte. Wie macht man das in Franken? Na, das wissen Sie natürlich. Das Schwa am Ende verändert sich etwas, das ist etwas angehoben.
Es ist halt hier ein anderes Zeichen. Sie sehen, das Schwarz ist ein umgedrehtes E und das fränkische zentralisierte E ist ein bisschen höher. Dann nimmt man dieses Zeichen, ein andersrum gedrehtes E. Und das zwischenvokalische Konsonant wird geschwächt, liniert und auch stimmhaft. Also Linierung und Sonorisierung. Bidet, bidet, bidet. Und manche Fragen gehen sogar noch weiter geschwächt. Das D wird dann zu einem, einer Art R, ein R, was nur einmal vibriert. Ein bisschen wie das englische R. Bidet, bidet, bidet. Also nicht bidet, sondern bidet. Bidet. Das ist fast schon wie Englisch. Gut, kommen wieder aufs Italienische. Weil es dann noch mehr interessante Formen der Veränderung, der Assimilation gibt von Konsonanten zwischen Vokalen. Da gibt es eine Schwächung von Vokalen, die einhergeht mit Aspiration. Linierung und Aspiration habe ich das genannt. Und diese besondere Aussprache, die wir in der Toskana beobachten können, wird als Gorgia Toscana bezeichnet. Toskanische Aussprache, toskanische Kehle. Wir haben Raupe auf Italienisch, Bruco. Bruco, da sehen Sie K, C geschrieben natürlich in der Orthographie, K zwischen Vokalen. Und das wird zu Brujo. 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 Dementsprechend mit Coca-Cola, La Coca-Cola, wenn Sie das in Siena bestellen, hören Sie La Coca-Cola. La Coca-Cola. Also K zwischen Vokalen wird stimmlos. Natürlich nur das einfache K. Ne? In Akasa, Akasa haben wir das lange, das fortisierte K, das bleibt fortisiert. Aber Lahasa, Lahasa, das Haus, ne? Mach La, das ist zwischenvokalisch, auch über die Wortgrenze hinweg, und zwischenvokalisch vor, Lahasa ist das Haus. Ne? Ich habe ja mal einige Zeit in Siena verbracht und musste da auch meine Wäsche waschen. Und da es dort, wo ich wohnte, im Gästehaus der Universität keine Waschmaschinen gab, musste ich meine Wäsche wegbringen. Und dann fragte mich die Frau in der Wäscherei, wie ich denn heiße, um meinen Namen zu notieren. Und dann habe ich gesagt, ich chiamo Hase. Und dann hat sie aufgeschrieben, C-A-S-E. Oh, ganz klar. Und diese besondere Aussprache gilt auch als Erkennungszeichen der Leute aus der Toskana. Und solche Erkennungszeichen werden als Schibboleth bezeichnet. Schibboleth. Neuerdings habe ich auch die Bezeichnung gehört, emblematische Wörter. Aber die klassische linguistische Bezeichnung ist Schibboleth. Das ist das hebräische Wort für Ehre. Ehre. Und da sehen Sie es auf Hebräisch. Schibboleth. Die Ehre. Und das ist mit einer Geschichte aus der Bibel verbunden, bei denen verschiedene Volksstämme in Israel miteinander kämpfen. Das haben die also auch schon in alter Zeit gemacht, nicht erst jetzt. Nämlich die Galaaditer gegen die Edomiter, glaube ich. Weiß es nicht mehr genau, das ist im Buch der Richter, können Sie nachlesen. Und jetzt, um zu erkennen, wer der Feind ist, hat die eine Partei die andere gefragt, wie sagt er denn hier zu diesen Ähren, also zu diesen Pflanzen, die man da sieht auf dem Acker. Und wenn die halt statt Schibboleth, Schibboleth gesagt haben, wusste man, die gehören zu den Feinden und müssen deshalb umgebracht werden. Ähnliche Geschichten erzählt man sich aus dem Zweiten Weltkrieg. Gibt es diese berühmte Geschichte, dass man die in Holland lebenden Deutschen aufspüren wollte. Und dann hat man sie nach niederländischen Ortsnamen gefragt, die für Deutsche schwierig auszusprechen sind. Und dann wird immer das Beispiel Schreveningen genannt. Schreveningen ist halt nicht so einfach für Deutsche zu sprechen. Die neigen dann dazu, Scheveningen zu sagen. Und dann hat man sie sofort als Deutsche erkannt.
Noch schwieriger ist, das ist der Name der Hauptstadt, die unter dem Namen Denach bekannt ist, aber eigentlich Schravehache heißt. Schravehache ist natürlich auch nicht so leicht auszusprechen. Und da kann man also Leute dran erkennen. Es gibt noch andere solche anekdotischen Geschichten über Schimoletz aus dem Rheinland. Da ist ja das Problem, dass es auch so eine Landflucht gibt. Die Leute wollen vom Land in die Stadt und sind aber keine angestammten Städter, tun dann aber so, als wären sie das. Also, typischer Fall, man zieht aus dem Umland von Köln nach Köln und ist plötzlich Kölner. Und die Kölner sind ja auch sehr gastfreundlich und nehmen ja auch neue Leute immer gerne auf. Aber irgendwann will man halt doch wissen, wer gehört eigentlich dazu und wer gehört nicht dazu. Und da gibt es halt diese schöne Anekdote. Auf Rheinisch heißt Blutwurst Blutwurst. Versteht's? Blutwurst. Und dann wird eben gefragt, wie sagt man denn Blutwurst auf Kölsch? Also Sarens Blutwurst. Sarens heißt sag mal Blutwurst. Und Kölner wissen natürlich, also echte Kölner wissen natürlich, dass es nicht Blutwurst heißt, wie man annehmen könnte. Das ist nämlich das richtige rheinische Wort, Blutwurst, aber nicht das Kölner Wort. In Köln sagt man dazu Kaviar. Kaviar, kölscher Kaviar ist Blutwurst, ist natürlich ein Witz, weil das kein Kaviar ist, aber in Köln nennt man halt Blutwurst Kaviar. Und wer das eben nicht weiß, fällt damit als Auswärtiger auf. Oder ein anderes Beispiel aus Sizilien. Es wird auch aus von Kriegsereignissen erzählt, wobei man nicht genau weiß, welcher Krieg das nun ist. Jedenfalls geht es um Franzosen, die auf Sizilien waren und die man daran erkennt, dass sie nicht wissen, wie man Kichererbsen sagt. Die glauben dann eben, dass dieses Wort was Kichererbsen heißt, Cecili auf Sizilianisch, Cecili, eben Sicili ausgesprochen wird, Sicili. Und wenn jemand Sicili sagt, kann man gleich erkennen, naja, das sind eben offenbar Ausländer. Die ganze Geschichte ist, wenn sie denn authentisch ist, aber komplizierter. Es liegt nämlich daran, dass der reguläre italienische Plural Singular ist Cece, Sizilianisch Ceci, ist der Singular, für die Kichererbse. Der reguläre Plural im Italienischen von Cece ist Ceci. Und Ceci ist auf Sizilianisch schon der Singular, braucht man einen anderen Plural. Deshalb ist der dialektale Plural Cecili. Und das ist eine Art ältere Form, die sich aus dem Lateinischen noch ableiten lässt. Das ist aber so ein Hyperplural eigentlich. Und das wissen natürlich Auswärtige nicht. Deshalb kann man sie auch daran erkennen. Also man muss da nicht unbedingt Franzosen herbei zitieren, die nicht genau wissen, wie man es ausspricht, sondern auch inneritalienisch ist der Plural schon ein Problem. Ja, und in Deutschland gibt es das natürlich auch. Kennt man von der Sportschau, man kann aber an dem Wort Sport alleine schon erkennen, wo jemand herkommt. Das sind die verschiedenen Aussprachemöglichkeiten im Deutschen. Sport. Das kann ich vielleicht zumindest sagen. Das letzte ist die hiesige Variante. Also Sie können immer sehr schön erkennen, wo. So, so viel zum Schibolett. So ein kleiner Exkurs. Es ging mir eben vor allen Dingen darum, diese Geschichte mit der Aspiration im Toskanischen. Unter Aspiration versteht man aber auch was anderes, nämlich dieses Phänomen, was wir im Deutschen sehen, gerade in Norddeutschland, ist dort die Aussprache, in Franken nicht so sehr, T oder Kehle,
Kehle. Ne? Ja, was hat es damit auf sich? Man sagt oft, dass das eine Form der Dissimulation sei, dass man halt die Stimmlosigkeit besser kenntlich machen kann, wenn man einen stimmlosen Konsonant auch noch aspiriert. Dissimulation wäre dann die Grundlage, das Gegenteil von Assimilation. Aber das Ganze lässt sich physiologisch erklären. Ich habe es vorhin schon angedeutet. Die sogenannte Voice Onset Time spielt eine Rolle. Nämlich wie viel Zeit vergeht, bis die Stimmlippen anfangen zu vibrieren. Beim stimmlosen T vibrieren sie ja nicht, beim E müssen sie vibrieren. Und das kann jetzt früher oder später anfangen. Das unterscheidet sich von Sprecher zu Sprecher etwas und vor allen Dingen auch regional. Also in Norddeutschland findet die Stimmgebung später statt als in Süddeutschland. Deshalb haben diese Aspirationen in Süddeutschland nicht so ausgeprägt. Und in den romanischen Sprachen findet sie noch früher statt. Also ganz früh in den romanischen Sprachen. Da klingt dann D schon so ein bisschen wie in Franken. D. Es findet ganz früh in den romanischen Sprachen statt. Naja, gut, noch früher im Fränkischen, da ist es dann eben zu D geworden. Da ist der ganze Laut stimmhaft. In romanischen Sprachen beginnt die Stimmgebung erst so auf halbem Weg zum E und in Norddeutschland dann noch später. Und deshalb entsteht dieser Eindruck dieses Hs. Aspiration. So, Assimilierung. Was ist damit gemeint? Ja, da geht es darum, dass irgendwie ein S-Laut eingefügt wird. Das funktioniert so, hier sind die Beispiele. Platia, das wird in den romanischen Sprachen zu Plas, Piazza, Pla, Plafa, Pla, Plaza, Pla, Plaza oder Plafa im Spanischen. Ja, also da wird irgendwie aus TJ am Ende sogar ein S, aber erstmal Z, also TS, Piazza, altfranzösisch Platze, dann heute Plas. Ja, was passiert da? Wir haben TI auf Lateinisch, Tier, und T und I ist ein palataler Vokal, T ist so kurz davor, also postdental, dentoalveolar, und beim Lösen des Ts im Hinblick auf das I, da läuft noch, kommt noch ein bisschen Luft zwischen Zunge und Gaumen durch und da hört man so ein bisschen ein S. Ne? Platia. Ne? Hier kann man es auch sehr schön sehen im Altfranzösischen. Da hatten wir eben Platze. Das T ist dann ganz verschwunden. Dann haben wir Place und heute eben, oder Place dann und heute Plas. Ja. Also das kommt hier nicht nur in der Entwicklung der romanischen Sprachen vor, zu alter Zeit, sondern auch heute noch. In Quebec, das französische Wort Ti, wird Zi ausgesprochen. Zi, also vor dem hohen, von dem palatalen Vokal, öffnet sich das T in Form eines S's. Zi, da haben wir dann tatsächlich so eine Afrikate, Zi. Vor hohen Vokalen, das können auch gerundete sein, hier, Dü, Quebec, Dü. Ja. Sieht ein bisschen exotisch aus, dieses Zi und Dü, hilft auch nicht unbedingt beim Verstehen, wenn Leute aus Quebec Französisch sprechen. Es ist dann ungewohnt, wenn man das zum ersten Mal hört. Aber das sollte für uns gar nicht so ungewohnt sein, denn wir haben das auch mal gemacht. Denn auf Deutsch sagen wir Wasser. Und das ist eigentlich, wie man im Plattdeutschen und Englischen und Niederländischen noch sieht, eigentlich Water. Das Water wird dann Wasser. Water, Wasser. Also genau diese
Entwicklung hat stattgefunden. Und zwar insbesondere im Wortinneren zwischenvokalisch. T zu Z und dann zu S geworden. Warte, Wasser. Ja. Am Ende eines Wortes ist das weniger eingetreten. Und deshalb haben wir in Köln bei dat, noch dat, nicht das. Ja, das wäre dann die weiteren Mittel. Dat Wasser von Kölle ist J. Ja, dat Wasser. Obwohl, sonst plattdeutsch Warte. Köln. Zwischenvokale schon bis zum S fortgeschritten. Aber hier am Wortende nicht. Das Wasser. Ja. Gut. Ja, weitere phonologische Prozesse. Der Rotazismus. Rotazismus kommt vom griechischen Wort ro, steht für R, ro. Und das passiert, wenn ein Konsonant zu R wird. Verschiedene Konsonanten machen das, weil sich Vibranten halt leichter sprechen lassen als andere Laute, insbesondere zwischenvokalisch. Ne? Also Sach auf Köln, auf Kölsch, Sach, also Sage, Sach. Ne? Dann, wenn da noch ein Vokal drauf folgt, heißt es, wie wir vorhin schon gesehen haben, Sarens, Sarens, Sarens. Oder in Mittelitalien, Volta zu Morda. Volta zu Vorda, ne, L plus T, irgendwie nicht so gut zu sprechen. Ne, das ist lateral, dann D ist nicht lateral, dann muss die Öffnung vorne aufgehen. Und Vorda ist alles mit der Zungenspitze, lässt sich leichter artikulieren. Oder brasilianisches Portugiesisch, wo der Rotazismus sogar auf der, also nicht unmittelbar aufeinanderfolgen stattfindet, sondern sogar hier mit Verzögerung. Ne? Problema, Problema. Da passt sich das zweite R, das erste R an vielleicht. Das ist eine Erklärung. Aber überhaupt, Brema lässt sich leichter aussprechen als Blema. B ist irgendwie komisch. Brema. Problema. Genau. Das ist jetzt vielleicht... Schreibt man natürlich schon mit L auf Portugiesisch, nur anders ausgesprochen, insbesondere von ungebildeten Leuten, aber auch in der Standardsprache, im portugiesischen Standard, ist Blanco Branco, weiß Branco. Da haben Sie auch den Rotazismus. Lambazismus, das Gegenteil, wenn ein Laut zu einem L wird. Also R und L haben so ein bisschen die Neigung, sich zu verändern. Also Konsonant zu L im Vorderpfälzischen und Mittelhessischen passiert das. Da liegt der Odenwald und der heißt dann Olewald, Olewald. Oder in Holstein, wo D zu L wird, Wedder zu Weller, das Wetter, oder Ledder zu Leller. Ja. Nehmen wir noch den unechten assimilatorischen Lambdazismus. Ja. In Mittelitalien Caldo zu Callo, Callo zu Callo. Unecht wird er genannt, weil er nicht so systematisch auftritt und weil hier zwei Konsonanten angepasst werden, von denen man auch eine andere Anpassung erwarten würde, nämlich dass das L zu R wird, ein Rotazismus eben stattfindet. Und der ist irgendwie seltsam, dass das D zu L wird. Ich werde das nicht vertiefen, da kann man noch viele Erklärungen dazu abgeben, warum das L sich eher an das D anpassen sollte, als das D an das L. Das hat was mit dem Lautcharakter zu tun, der Schallfülle und so, aber das würde jetzt zu weit führen. Nur als Beispiel für eine andere Art von Lambdazismus. So, Vokalisierungen haben wir, da werden Konsonanten zu Vokalen. Das hatten wir bei Platia vorhin schon, Piazza auf Italienisch, statt Pl, Pi, lässt sich leichter sprechen. Pl, Plaza, Piazza, Piazza. Oder Französisch, A plus Le zu Au, Au, was dann später zu O wird. Oder hier haben wir noch das schöne Wort Beau, Beau, Bel, Beau auf Französisch, ursprünglich Bell. Bell, was zum Biao wird, Biao,
Also das L wird velarisiert, so bell, und dann eben biau, lässt sich leichter aussprechen, wenn da noch ein A eingeführt wird. Und dann haben wir biau, da haben Sie schon das U, biau, und dann bleibt biau übrig. Das L wird vokalisiert. Vokalisiertes L gibt es in vielen Sprachen, also hier Französisch, das biau wird dann später zu bo. Und jetzt habe ich Ihnen ja versprochen, Umlautung. Ja, Metaphonie heißt es auf wissenschaftlich, Umlaut, Metaphonie, Meta, Um, Phonie, Lautung. Das ist das wissenschaftliche Wort und wahrscheinlich ist sogar das deutsche Wort eine Rückübersetzung aus dem Griechischen. So, das berühmte Beispiel, Gast im Deutschen, Gast, der althochdeutsche Plural lautet Gesti, Gast, Gesti. Offene E, erstmal Gesti. Und was passiert? Das I sorgt dafür, dass das A zu offenem E wird. Also Gasti, eigentlich ursprünglich Gasti und dann Gesti. Gesti, das I verschwindet dann später, wird zu E oder Schwa. Und heute sieht man im Plural nur noch am Umlaut. Also ursprünglich mal Gäste geschrieben, jetzt mit A an zwei Punkten. Das ist nämlich einfach diese Kennzeichnung, dass da mal ein A stand, was zu Ä geworden ist. Ja. Demzufolge müsste man bei Nehmen das auch so machen, was man aber nicht tut. Also Nehm ist der Stamm, oder Nem, kurz. Und dann haben wir in der zweiten Person Singular, die auf Ist endet, dann Umlautung, das Nem wird, das E wird angehoben zu Nim, Nimist, Nimist. Also systematisch müsste man heute im Deutschen nicht Nimst schreiben, sondern es so schreiben. E mit zwei Punkten. Denn der Infinitiv heißt Nehmen. Sonst kann man den Zusammenhang nicht erkennen. Da die Orthographie des Deutschen ja dazu neigt, immer etymologischer zu werden, siehe belämmert mit Ä, was angeblich was mit Lamm zu tun hat, müsste man eines Tages so weit gehen, Nimmst auch mit E und zwei Punkten zu schreiben. Wird sicherlich noch kommen. Ja, Umlautung gibt es auch in anderen Sprachen. Wieder ist Italien ein schönes Beispiel. Die italienischen Dialekte haben einfach sehr, sehr viele Assimilationserscheinungen. Deutsche Dialekte auch, aber kenne ich mich nicht so gut aus. Und deshalb nehmen wir mal wieder was Italienisches. Bello. Bello, schön. In Mittelitalien heißt der Plural belli, belli, mit geschlossenem E. Bello, belli, bello, belli. Das E passt sich an das I an. Oder metto, Entschuldigung, metto ist auch ein geschlossenes E. Metto, ich setze, stelle, lege. Zweite Plural, Singular, du legst, du setzt, du stellst. Mitti, metto. Die Metto Mitti, das geschlossene E, wird also zu I geschlossen, weil danach wieder ein I kommt. Metto Mitti. Mitti. Gibt es noch einen Sonderfall? In Neapel, da haben wir den Zahn, Dente, und der Plural heißt jetzt nicht Dindi, sondern Jendi. Jendi. Jende. Jende, Jende, mit Ö am Ende. Jende. Das heißt, der Singular ist denn Dende und der Plural Jende. Das heißt also, den Plural erkennt man nur noch an diesem Umlaut, der in diesem Fall ein Diphthong ist. So. Diejenigen von Ihnen, die Spanisch gelernt haben, wissen auch, da kommen auch solche Phänomene vor. Dormire, also dormir, schlafen, dormir. Heißt im Präteritum durmió, durmió. Oder im Gerundium durmiendo. Da ist ein U entstanden, auch weil danach ein J-Laut kommt. Durmió schließt dann das U oder durmiendo. Ansonsten haben wir Diphthongierung in betonter Silbe. Das ist natürlich keine Metaphonie. In der betonten Silbe heißt es duermo, also
das O diphthongiert zu UE. Ja. Duermo. Ja. Venezuela. Venezolano ist das Adjektiv dazu. Was Venezolano wird zu Venezuela. Ganz betont. So, Umlautung haben wir im Französischen. Bêtise, die Dummheit. Bêtise wird von vielen Franzosen Bêtise ausgesprochen mit geschlossenem I. Das eigentlich ursprüngliche E passt sich an das folgende I an und deshalb Bêtise statt Bêtise. Und das ist nicht systematisch. Ich kann auch Bêtise sagen auf Französisch, auch wenn die meisten Leute Bêtise sagen. Also ich kann sozusagen das Ganze etymologisch aussprechen. In anderen Sprachen ist Vokalharmonie vollkommen durchgrammatikalisiert. Das heißt, man muss Vokalharmonie machen. Das Türkische ist so ein Beispiel. Elf, das Haus. Im Gegensatz zu Kitap, das Buch, Sie sehen schon, Kitap muss ein Lehnwort sein, da sind unterschiedliche Vokale drin, das hat das Türkische nicht so gern und tatsächlich ist ein arabisches Lehnwort. Und jetzt möchte ich den Plural bilden. Und der Plural richtet sich nach dem Vokal in der Silbe davor. Das heißt, wir haben zwei Plural-Suffixe, lar und ler. Und die Häuser sind efler, die Häuser. Kitablar, Bücher, ja, mit Ar, ja, weil davor auch ein A steht. So, ja. So viel zu Assimilation. Hier haben wir eben sogar Fernassimilation. Das heißt, also das erste E sorgt dafür, dass das nächste auch ein E ist. Und hier stimmen die Vokale dann auch miteinander überein. Es gibt noch andere Phänomene, phonologische Prozesse, die jetzt nichts mit Assimilation im eigentlichen Sinne zu tun haben, die treffen eher die Lautkette und das Aufeinandertreffen von Lauten, die möglicherweise nicht gut zusammenpassen. Man möchte die Lautkette vereinfachen, indem man da noch was einschiebt, zum Beispiel. Ja, da spricht man auch von Synkope. Ja, Synkope. Da wird nichts eingeschoben, falschrum gesagt, sondern da wird was weggelassen. Zur Vereinfachung der Aussprache. Das Weglassen, Synkope, wird das ausgelassen. Synkope ist dann der Oberbegriff. Es gibt da noch spezielle Fälle. Wenn vorne am Wort was weggelassen wird, spricht man von Aphärese. Wenn hinten was weggelassen wird, von Apokope. Und wenn zwei gleiche Silben zu einer verkürzt werden, spricht man von Haplologie. Ich bringe gleich ein Beispiel. Dann jetzt das, was ich vorhin schon sagte, wenn was eingesetzt wird, damit die Lautkette leichter zu sprechen ist, spricht man von Epenthese, da setzt man was ein. Manchmal nennt man das auch Anaptyxe, das griechische Wort. Epenthese ist auch griechisch. Ja. Epenthese oder Anaptyxe. Oder man sagt, es passiert vorne am Wort, dann sagt man Prothese oder Prosthese. Oder es passiert hinten am Wort, da spricht man von Epithese oder Paragoge. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, dass Laute umgestellt werden im Wort. Da spricht man von Metathese. Und dass Laute verdoppelt werden, dass Silben insbesondere verdoppelt werden, da spricht man von Reduplikation. Ja. Weiß ich nicht, könnten diese ganzen Dinge vielleicht das nächste Mal noch ansprechen, weil die Zeit schon fortgeschritten ist. Und möglicherweise, ich will Ihnen ja noch ein bisschen Zeit lassen, vielleicht für Fragen, aber jetzt diese ganzen Phänomene der Phonotaktik machen wir dann das nächste Mal. Dann ist das vielleicht auch etwas leichter, wenn ich Sie jetzt so voll werfe mit den verschiedenen Begriffen in wenigen Minuten. Deshalb machen wir mal hier einen Einschnitt und machen beim nächsten Mal die verschiedenen phonologischen Prozesse zu Ende. Und dann sind wir ja schon bei Wörtern, denn diese Prozesse betreffen ja insbesondere Wörter. Und können uns dann weitere Gedanken machen über Wörter und damit eintreten in das nächste Kapitel, nämlich in die Morphologie.